starke Blutung mit deinem Verband gestoppt. Ja, guck einfach mal in die Richtung und schieß nicht. Ich hoffe, das war's jetzt. Ach, hier liegt ja dieses Mega-Vieh. Ich glaube, die vermehren sich auch noch, die Mistviecher. Ist ja natürlich alles andere als schön. So, entladen kann man die leider wieder mal nicht. Schade auch. Wieso Zigaretten? Nein, ich will die Zigaretten gar nicht mehr nutzen. Wow. Scheiße. Da hinten ist noch einer. Meine Fresse, hier ist ja wirklich alles voll mit diesen dämlichen Banditen. Ich komme hier schon richtig ins Schwitzen. Ein halbes Kilo für Wasser kann ich leider nicht mitschleppen. Ich höre schon wieder jemanden. Kann doch nicht sein. Da hinten ist niemand mehr. Oder habe ich jetzt schon Paranoia? Und er macht erstmal ein Nickerchen auf dem Feuer. Ja, ist das angenehm? Ja, ist das angenehm? Ist das auch noch angenehm? Mist, und ich bin voll. Aber ich werde ein paar Pistolen wahrscheinlich wegwerfen. So, lasse ich einfach mal alle fallen. Sonst habe ich ja wieder ein bisschen Platz. Ach, dass der hier einfach mal so auf der Tonne gepennt hat, wo die glühenden Kohlen unten noch drin sind. Ja, Respekt. Also würde ich nicht so hinkriegen. Oh, meine Nase juckt jetzt. Verdammt. So, fertig mit Jucken. Und weiter geht's. Hinauf ins erste Stockwerk. Denn hier ist irgendwo noch ein Fernseher. Verdammt, ist das oben auf dem Dachboden? Gibt es hier überhaupt einen Dachboden? Oh, das war jetzt unerwartet. Und scheiße, schon wieder voll. Komm, da hab ich in das Ding hier einfach jetzt mal die Mac hinein. Ne, die Mac nicht, die ist mir zu teuer. Die möchte ich ja gleich beim Sido abgeben, wenn wir schon mal da in der Nähe sind. Ja, dann packe ich hier die AN Abacan rein, obwohl die kostet auch 4000. Die müssen wir abgeben. Wiegt auch 3 Kilo das Ding. Packe ich denn die Wildschweinfüßchen rein? Wo ne, noch haben wir Platz. Und dann haben wir endlich was in diesem Versteck hier drin. Ein Fleischklumpen, yay. Sehr schön. Eingepackt und jetzt hoffe ich, es kommt nichts mehr dazwischen. Denn ich will mir endlich die Quest erledigt haben. Nicht wahr, mein Freund? Er hat mal eine Qualle. Nein! Okay, hat doch nicht wehgetan, wie ich dachte. Naja, wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Oh, es wird gleich wieder Nacht. Da ist eine Anomalie, wo ich schon mal reingelaufen bin.
Und jetzt werden wir uns schnell zu Sido begeben, beziehungsweise zu unserem Questgeber. Ich glaube sogar der Nimble war es, den wir damals sogar aus diesem Banditenlager befreit haben. Warum gehe ich eigentlich bloß so langsam? Ach ja, und ein Messer müsste ich mir eigentlich auch mal kaufen, weil ich momentan ja noch mit meinen Fäusten unterwegs bin. Ha, hu, hu. Hallo. Ich bin derbe langsam gerade. Also. Doch, derbe. Kaputt. Und ich habe, glaube ich, keine Energy Drinks mehr. Nee. Mist, dann müssen wir uns jetzt mit letzter Kraft wirklich dahin schleppen. Es ist ja auch nicht weit. Fatal wäre jetzt, wenn dieser Obernuke alles kaputt macht, strahlenmäßig kommen würde. Weil der kommt ja immer morgens. Zum Glück. Und ich bin gespannt, was wir da als Belohnung kriegen. Vielleicht sagt er, ja, darfst du das Schrottding behalten, will ich doch nicht mehr. Kann ja alles passieren. War das hier? Oh, total kaputt. Hey. Fuck. So sure. Jetzt sag nicht der Appendix hier. Hallo. Davon haben wir genug Munition. So. Okay, Schüsse machen ihn nicht wach. Scheiße, aber auch. Denn. Ja. Russische Kulturmusik. Das, was bei uns die Volksmusik ist. Ist auch in Tschernobyl. Komisch, obwohl das ja eine Ukraine ist. Was hast du? So, mein Sido-Freund. Lass uns mal handeln. Oh, mich schmachtet es ja nach dieser PSG 90. Da schmachtet es mich wirklich nach. Und ich würde sie wirklich so gerne haben, bloß ich habe einfach die Kohle nicht. Das ist wirklich sehr schade. Aber was soll man machen? Strahlenschutz behalte ich mal. Ein paar Verbände kann ich entbehren, so 10 Stück von der FMJ. Was waren das nochmal für Munition? War das die hier? Genau, das war die hier. Die behalte ich mal lieber. Die behalte ich auch mal. Möchte ich ja auch abgeben. Nudelsuppe. Hm. Komm, wenn wir genug hiervon haben, kann ich ja den schweren Kosaken-Wodka abgeben. Der wiegt immer 400 Gramm, so eine Flasche. Ist nicht gerade wenig. Oh, das habe ich hier noch gar nicht gehabt. Ich hatte immer stilles Mineralwasser. Kohlensäurehaltiges Mineralwasser wird zusammen mit vielen anderen Getränken in die Zone geschmuggelt und dann teuer verkauft. Es erfreut sich unter Stalkern großer Beliebtheit, weil es sehr erfrischend ist. Okay, dann hätten wir das vielleicht auch vorhin trinken können. Egal, jetzt verkaufen wir den Kram erstmal. Nicht schlecht. Hast heute richtig gutes Zeug dabei. Und... Das ist mein Junge. Du hast meinen Tag gerettet. Warum habe ich eigentlich die AK aufbehalten? Ja genau, die FMP90 habe ich mir geleistet, weil die erstens billig ist und zweitens finde ich das eine recht gute Waffe. Aber die AK, die kann ich ja verticken hier. Das ist ja... Weiß auch nicht, warum ich die aufbehalten habe. Nicht schlecht. Hast heute richtig gutes Zeug dabei.
So gut. Das ist mein Junge. Du hast meinen Tag gerettet. Dann werden wir jetzt mal was reparieren. Der Anzug kostet 2804 Rubel. Können wir uns ja leisten. So, und dann würde ich gerne noch diese hier reparieren müssen. Mal gucken, wie teuer das ist. 1900, komm. Das machen wir mal. Da haben wir jetzt auch wieder eine heile Kobra. Dann mal gute Jagd, Stalker. Wir können uns jetzt wieder den... Nee, halt. Erstmal gucken, ob der da jetzt... Ach, wir verbrauchen immer noch so viel Ausdauer. Ja, wir sind ja auch saumäßig schwer. Was tragen wir denn eigentlich alles mit uns rum? Obwohl, die Hände könnte ich eigentlich mal irgendwo ablegen. Und die Tentakeldinger. Aber ich glaube, die müsste ich dann irgendwie beim Agroprom abgeben, wenn wir denn da irgendwann mal hinkommen. Wozu schleppe ich ja nicht so viel Brot und so viel? Und was kann ich hier reinspeisen? Vielleicht noch einen Trank, ACP-Geschosse kann ich die gebrauchen, nehme ich einfach mal mit. Genauso wie die FMJ-Muni. Boah, ich habe das momentane Scharfschützengewehr sozusagen. Da haben wir jetzt auch wieder genug. So, dann lege ich mal die Klumpfüße ab. So wie die Schwänze. Und natürlich die Tentakel. Und dann lege ich hier noch. Ja, musikalische Pause. Die Bohnen machen eh bloß Blähungen, dann können wir uns nicht mal bewegen. Wir machen das Brot rein. Und wir haben noch Münze. Ich gebe noch ein paar Touristenfröden rein. So, und jetzt sind wir auch genau gar nicht leichter. Stimmt, den Fleischklumpen verkaufe ich noch. Unten bei Silo. Denn zwei möchte ich jetzt nicht anlegen, weil das zu wenig die Stats drücken würde. Ach, nicht reparieren. Handeln wollte ich. So. Kriege ich ja noch ein bisschen Kohle zusammen. Ach, meine Nase juckt wie Sau jetzt im Moment. Vielleicht liegt es auch, weil ich totalen Durst habe. Ich trinke mal kurz was. So. Was kann ich denn hier noch verticken? Weiß ich nicht, das Mineralwasser ist sehr schwer. Und hat die ganzen Wummen, die ich dabei habe. Ich will auch keine jetzt weggeben, weil alle halt so mir so ans Herz gewachsen sind. Zum Beispiel die Cobra ist halt auf Distanz ganz gut. Und die HKMP5 eigentlich auch. Also eine davon könnte ich eigentlich abgeben. Mann, Hundefutter ist wertvoller als der Mist. Dann nehme ich mal das Ziefern. Verkauft die Hacker, weil das ist doch wieder 2,6 Kilo. Und kann dann eigentlich auch gleich die FMJ-Munition verkaufen. Das Zifrenfernrohr behalte ich lieber mal. Kann ja sein, dass ich das irgendwo für noch benutzen kann. Also auf die AKs kann man die leider nicht setzen und auf die PP19 leider auch nicht. Habe ich schon alles ausprobiert und die FMJ-Munition noch verticken. So. Eigentlich wollte ich mir denn noch so eine Gasmaske kaufen, aber die kostet ja 40.000. Darum lasse ich die jetzt einfach mal da, wo sie jetzt ist.
Nicht schlecht. Hast heute richtig gutes Zeug dabei. Das ist mein Junge. Du hast meinen Tag gerettet. Ja, so viel leichter sind wir jetzt auch nicht. 15 Kilo können wir insgesamt noch tragen. Obwohl, die RPK ist auch so derbe schwer. Die haben wir gerade repariert. Bloß sie hat zu viel Durchschlagskraft, finde ich. Und so ein LMG ist eigentlich immer gut für mehrere Gegner. Weil sonst würde ich die jetzt einfach verkaufen. Da ich ja eigentlich, obwohl die so wenig Durchschlagskraft hat. Schwierig zu sagen, oder lasse ich die doppelläufige Schrotflinte hier? Dann würde ich die nämlich verkaufen und die RPK auch. Dann hätte ich wieder ein bisschen Kohle zusammen. Und ja, ich habe keine Ahnung. Ich mach das einfach mal. Wo 6000 Euro jetzt auch nicht so viel sind, aber. Nicht schlecht. Hast heute richtig gutes Zeug dabei. Oh, ich will die haben. Obwohl, die wiegt 30 Kilo. Boah. Das ist mein Junge. Du hast meinen Tag gerettet. So, Benzinkanister habe ich auch gefunden. Ich weiß nicht wofür. Wiegt doch ziemlich viel. Da mach ich den erstmal ein. Schnapp etwas frische Luft und dann komm rein.